Kannst du dir vorstellen, dass deine erbittertsten Gegner dich öffentlich würdigen? Im Buch Esther steht es geschrieben, dass ein Mann namens Haman der erbittertste Gegner des jüdischen Volkes war zur Zeit des Königs Artaxerxes. Und dennoch hat Gott ihn dazu gebracht, den Mann, den er am meisten gehasst hat, nämlich den Juden Mordechai, öffentlich zu würdigen. Mordechai war ein Mann Gottes und er war der Einzige, der es abgelehnt hat, Haman so Ehre zu erweisen, wie man sie nur Gott erweisen soll. Und Haman, der der engste Mitarbeiter des Königs Artaxerxes war, hat Mordechai dafür gehasst. Dennoch musste er diesen öffentlich würdigen. Und heute sagt Gott zu jemandem, dass er deine erbittertsten Gegner dazu bringen wird, dir öffentlich für deine Treue und für deine Beharrlichkeit im Guten Lob zu zollen. Und außerdem wird er sie dazu bringen, zuzugeben, dass du das Richtige getan hast und dass sie dich ohne einen triftigen Grund bekämpft haben. Halleluja. Preisen wir den Herrn.